Welcher Narr schlägt hier sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Diese Barriere, was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Versteckst du dich hier, Hyäne?
Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen? Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangenen mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Neuübertragung. Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht fasziniert? Und wie diese Schlurk Midgard? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Wir versuchten es, unsere Wissenschaftler und Forscher, Poeten und Physiker, helle Köpfe, rebellische Herzen. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war und der Zukunft, die noch kommt. Und hier schicke ich... Wir konnten keine Zeile verändern. Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar, wir sollten bestenfalls Boten sein. Aber Boten für wen? Für dich. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr, wohl auch Sanduhren und Kalender. Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf. Und die Geschichte zeigt sich, tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie. Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Der Leser hat keine Macht.
Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor. Der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der tierische Elemente vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht alle zusammen existieren können. Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Ralicet! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Wüstensohn! Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich begrabe dich im Sand, du Narr. Auf und nimmt den Sand mit. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Du versuchst das Unmögliche, Ralicet. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Berge von Sand. Kind,
wird zurückkommen. Durch die Macht jener, die vor uns kamen. Vor uns gab es nur die Götter. Es gab jemanden zwischen den Göttern und uns. Das ist ihr Geschenk. Wandle ich nun unter den Toten? Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Harlyset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Was haben wir denn hier?
sollte direkt mit Pascheremta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Wow. Memphis. Eine schöne Stadt. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Memphis. Eine schöne Stadt. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oder ein Grab. Was soll denn das? Du gibst mir die Schuld, du Feigling? Du, der du dich die letzten 3 Tage hinter... Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkt unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Talmotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten.
Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Wachse, o Licht! Tritt hervor, o Licht! Mein Kind! Endlich bist du gekommen! Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel! Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Ich bin der Diener des großen Gottes, der uns Licht im Überfluss. Sobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe, tritt hervor aus dem Strom. Sobdet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen!